Ja, grüße euch, liebe Leute hier. Ein kurzes Video zu einem feinen Tool, das der Michael gefunden hat, mein Partner und Kollege. Und das habe ich jetzt mal getestet. Und zwar ist das ein Korrektur-Tool, mit dem man Texte auf Grammatik, Stil und Rechtschreibfehler prüfen kann, so wie es da steht. Das habe ich dann mal ausprobiert und direkt festgestellt. Natürlich ersetzt das keinen Lektor und Korrektor, schon gar nicht, wenn ich beispielsweise ein Buch etc., also etwas Größeres bearbeiten lassen will. Aber für E-Mails, für Werbetexte, für Videoskripte macht das wirklich durchaus Sinn. Bei mir ist es so, wenn ich eine E-Mail schreibe, manchmal ist es teilweise, ist sie dann backfrisch, emotional und dann will ich die unbedingt veröffentlichen. Und für so etwas ist so ein Schnellkorrektur Tool super und ich kann es echt gebrauchen. Ich habe viele Flüchtigkeitsfehler. Es ist nicht unbedingt so, dass ich ein absoluter Grammatik-Noob bin, aber meine Flüchtigkeitsfehler, die sind immens. Und in der Tat, jetzt seitdem ich dieses tolle Tool nutze, das heißt Language Tool Plus, Link kommt dann in die Kommentare, wenn ich fertig bin mit dem Video, da kannst du dir das mal angucken. Ja, da ist es so, dass mir tatsächlich so einige Sachen noch gezeigt werden im Bereich Rechtschreibung und Grammatik, die ich gar nicht mehr kannte. Und dieses Tool, das schauen wir uns jetzt mal an, da gebe ich mal meinen Chip frei. Am besten ziehe ich das hier rüber, da bin ich jetzt gerade falsch. Oh, geht ja auch. So, und dann kann ich dieses nämlich mal hier rüber schieben. So, sehr gut. So, das hier ist Language Tool Plus, eine einfache Software, mit der ich ein Textfeld bedienen kann und ich nehme mir jetzt einfach eine E-Mail, die ich geschrieben habe vor ein paar Tagen. Dann lese ich die tatsächlich durch, veröffentliche die und dann sehe ich erstmal gar keinen Fehler. Und so ist es halt nun mal, ne? Also ich schreibe halt eine E-Mail und kann ein paar Sachen erkennen, aber einige Fehler habe ich trotzdem übersehen und dann ist die veröffentlicht worden und dann lese ich die, weil ich kriege die ja dann auch in meinem Postfach und dann finde ich die Fehler und denke so, ein Mist. Ja, und genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Und mit dieser Software hier geht das zumindest mal zu sehr großen Teilen. Und wenn ich dann hier meine E-Mail kopiert habe, so wie du es gerade gesehen hast, gehe ich auf Text prüfen und dann kriege ich hier einiges gezeigt. Zum Beispiel To-Do-Liste wird in Rot angezeigt. Offensichtlich habe ich das falsch geschrieben, so wird es richtig geschrieben. Hinterherjagen ist natürlich falsch geschrieben, so wird es richtig geschrieben. Über zu quillen ist falsch, es heißt über zu quellen. Dann ist das hier wäre jetzt nicht korrekt. Meinten Sie das mit 2S? Nein, eben nicht. Es ist keine Subjunktion, sondern das ist einfach nur wäre es stilistisch, wäre das schon falsch, es so zu schreiben. Ja? Der Antrag scheint vor lauter Aufgaben über zu quellen. Normalerweise müsste ich jetzt hier einen Gedankenstrich zum Beispiel setzen und dann würde es so enden im Satz. Das Geschäft, der Job, das Privatleben. Aber die Punkte setze ich immer hinter das letzte Wort. Das ist auch falsch. Eigentlich gehört dann natürlich ein Leerzeichen dazwischen. Und theoretisch müsste ich noch nicht einmal das tun, sondern im Nachbearbeiten könnte ich hier ein Komma nochmal hinsetzen und könnte dann einen Nebensatz dahinter schieben. So. Bis ich das halbwegs auf die Reihe gekriegt habe, sind einige Jahre vergangen. Dann habe ich bla 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 bla. Und dann bekomme ich jetzt gesagt, Evernote Kindle sei falsch. Ja, was heißt das denn überhaupt? Evernote Kindle will ich nicht sagen. Also offensichtlich ist das schon mal okay. So, Upswing ist natürlich ein Brandname. Das kann vielleicht das Tool auch nicht unbedingt wissen. Und so weiter und so fort. Ja, er hat es drauf, kann ich nur sagen. Das ist natürlich umgangssprachlich. Darauf würde ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber das kann das Tool natürlich nicht wissen, sagen wir mal. Er hat es drauf, ist vielleicht nicht unbedingt das beste Deutsch, aber wir Werbetexter sollen so sprechen, wie es uns aus dem Mund kommt. So, und dann habe ich hier einige Sachen, die eben Language plus Tool nicht erkennen kann. Thomas Mangold beobachtete, das wäre ein Fehler, da muss ich mich halt drauf konzentrieren. Und Kante ist das richtige Wort und nicht kann. Darüber habe ich mich sehr geärgert, dass ich das übersehen habe. Thomas Mangold beobachte ich schon lange und kannte auch sein Evernote Kindle. So, damit habe ich den Text geprüft, aber du hast ja gesehen, einige Punkte erkennt Language Tool Plus
Und das sind sogar einige mehr. Jetzt war das ja hier nur ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich durch Language Tool Plus herausgefunden, dass nach einem Doppelpunkt in einem Satz, wenn da kein neuer Satz beginnt oder keine wörtliche Rede beginnt, dass dann klein weitergeschrieben wird. Wusste ich auch nicht. Jetzt weiß ich es und werde das vielleicht im nächsten Schreiben nicht falsch machen, aber es gibt sehr vieles, was Language Tool Plus erkennt. Und wenn eine E-Mail mal emotional taufrisch rausgehen soll oder ein Blogbeitrag, dann hilft das hier. Das ist überhaupt nicht so teuer. Es gibt auch eine Gratis-Variante. Ja, ich habe mich für die Premium-Variante entschieden, da ich ja sehr, sehr viel texte und das wirklich gut gebrauchen kann. Ich kann ja auch meinen Lektor damit entlasten, zumindest zu einem gewissen Teil. Eine tolle Sache. Wen es interessiert, wer es braucht, wer diese Krücke braucht, ich brauche sie definitiv. Dem sei Language Tool Plus definitiv empfohlen. Link in der Beschreibung. Viel Spaß damit. Bis dahin.